Willkommen zu einem neuen Video. Dankeschön fürs Reinklicken. Bevor ich euch die heutige Geschichte erzähle, möchte ich euch nur noch einmal kurz auf die Abstimmung zum 5000 Abonnenten-Special hinweisen. Die läuft immer noch und ist immer noch unter dem Tab Community auf meiner Kanalseite zu finden. Ich setze euch den Direktlink dorthin in die Videobeschreibung unter dieses Video. Schaut doch bitte mal rein und gebt eure Stimme ab, wenn ihr das noch nicht habt. Dankeschön. Heute geht es um einen Fall, der sich in Finnland ereignete, aber nicht nur Finnland bis heute beschäftigt. Auch weil der ganz offensichtliche Mörder mit Mord davonkam. Wir reisen ins Jahr 1960, denn hier beginnt die Geschichte, obwohl sie erst 12 Jahre später ans Licht kam. 1960 war das Jahr der Metallratte und das Jahr, in dem die Beatles gegründet wurden. Die Sowjetunion die allererste Fußball-Europameisterschaft in Frankreich gewinnt und die ersten Lebewesen ins All schießt, die beiden Hunde Belka und Strelka. John F. Kennedy wird jüngster Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, während in Deutschland das erste Atomkraftwerk in Betrieb geht und der erste Ostermarsch in der deutschen Geschichte stattfindet. In Frankfurt am Main wird das erste Autokino eröffnet. In Argentinien wird Adolf Eichmann vom israelischen Geheimdienst nach Israel entführt. Und Männer und Frauen freuen sich, dass es endlich die Anti-Baby-Pille gibt. Außerdem erblickten 1960 Jogi Löw, Nena, Rudi Völler, Hannes Jennecke, Jennifer Grey, Antonio Banderas, Kim Wilde, Jennifer Rush, John F. Kennedy Jr., Andy Borg oder Gloria von Ton und Taxis das Licht der Welt, während Clark Gable, Hans Albers oder Wilhelm Pieck die Bühne der Welt wieder verließen. Wir reisen nun nach Finnland, das an Schweden und Norwegen grenzt und sich eine 1340 Meter lange Grenze zu Russland teilt, was sie gleichzeitig zur mit Abstand längsten Grenze aller EU-Länder macht. Hier im ländlichen Kukimeki befindet sich das kleine Dorf Krotila, wo die Eheleute Sarinen leben. Krotila besteht neben kleinen Wohnsiedlungen hauptsächlich aus ländlichen Siedlungen und landwirtschaftlichen Flächen und ist heute vor allem für einen der bekanntesten Morde Finnlands, den sogenannten Ofenmord, berühmt. Denn hier verschwand im Winter 1960 die 33-jährige Hilka Hilevi Saarinen auf mysteriöse Weise plötzlich und spurlos. Hilka war zu diesem Zeitpunkt mit dem 40-jährigen Pentti Saarinen verheiratet. Sie hatten 5 Kinder. Das älteste war der 13-jährige Seppo, das jüngste Kind war 3 Jahre alt. Die Ehe war unglücklich und lieblos. Das ganze Dorf wusste, dass das baufällige Holzhaus, das etwas abgelegen stand, ein Ort des dunklen und düsteren Lebens war. Pentti war bekannt dafür, zu trinken und zu Gewaltausbrüchen zu neigen, und jeder wusste, dass er auch sehr eifersüchtig war. Er trank und schlug seine Ehefrau, und aufgrund dieser desaströsen Umstände kamen alle 5 Kinder in staatliche Obhut. Sie lebten also nicht bei ihren Eltern, durften sie aber hin und wieder besuchen. Hilka war eine hübsche, zierliche und zurückhaltende Frau und galt angeblich als ein wenig einfältig. Bekannte beschrieben sie aber alle als einen guten und freundlichen Menschen. Jedoch war sie eindeutig überfordert mit einem solchen Ehemann und dem Leben, das sie führten. Sie nutzte jede Gelegenheit, um ihrem Zuhause fernbleiben zu können, wofür es dann wahrscheinlich auch wieder Prügel gab. Am 25. Dezember 1960 nun war der 13-jährige Seppo auf dem Weg nach Hause ins Dorf Krotila, um seine Eltern zu besuchen. Eigentlich war sein Besuch erst für den nächsten Tag, den zweiten Weihnachtsfeiertag, angekündigt, denn das Weihnachtsfest selbst feierte er gewöhnlich mit seinen Pflegeeltern. Seppo kam nicht allein. Er wurde von einem guten Freund begleitet, mit dem er durch die Dunkelheit und den Schnee stapfte. Die Wintermonate in Finnland sind sehr kalt.
Im Süden friert das Meer zu und das ganze Land bleibt im Winter schneebedeckt. Frostige Temperaturen von minus 15 Grad sind keine Seltenheit. Als sie ankamen, fanden sie die Haustür unverschlossen vor. Als sie das Haus betraten, kam im selben Moment Seppos Vater Pentti aus der Küche und schloss die Tür hinter sich. Seppo bemerkte eine Verletzung an seinen Handknöcheln. Als Seppo fragte, wo seine Mutter sei, antwortete Pentti, dass sie ausgegangen sei. Seppo fragte, ob die Mutter vielleicht bei einer Nachbarin sei, zu der sie häufiger ging. Der Vater antwortete darauf, sie ist weg. Sie wird nie wieder da sein. Da die Jungen draußen kleine Stiefelabdrücke gesehen hatten, nahmen sie an, dass sie von der Mutter stammten. Pentti verhielt sich ungewöhnlich und beobachtete genau, was die Jungs taten und wohin sie gingen. Kein Schritt blieb unbemerkt. Auch schien er etwas gehetzt zu sein und irgendwie nervös. Das fiel seinem Sohn sofort auf. Die Mutter kam nicht. Auch Stunden später. Keine Spur von seiner Mutter. Aber seinen Vater schien das nicht zu kümmern. Als die Jungs später extra Bettwäsche aus der Küche holen wollten, ging das Licht nicht an. Und der Vater sagte, die Glühbirne sei kaputt. So fiel nur etwas Licht aus dem Flur in die große Küche. Trotzdem fiel Seppo sofort auf, dass am anderen Ende des Zimmers ziemlich viel auf dem Boden herumlag. Dinge, die für gewöhnlich auf dem großen Ofen ihren Platz hatten. Der Ofen war schon seit Jahren nicht mehr in Betrieb und die Sachen waren seit genau dieser Zeit nicht mehr verrückt oder verstellt worden. Darauf angesprochen, antwortete ihm sein Vater, dass er ein wenig aufgeräumt hätte, als sein Sohn überraschend im Haus stand. Auch das wunderte ihn schon in genau diesem Moment. Warum sollte sein Vater gerade in dem Raum aufräumen, in dem es gerade kein Licht gab? Die Situation im Haus war so angespannt, dass sich sein Freund unwohl fühlte und schnellstmöglich wieder abreisen wollte, was er auch tat. Seppo selbst blieb ein paar Tage länger, fuhr dann aber auch wieder zurück zu seinen Pflegeeltern. Im Januar 1961 meldeten dann die Nachbarn Hilka als vermisst. Sie hatten sie seit kurz vor Weihnachten nicht mehr gesehen und Hilka hatte die Angewohnheit, jeden Morgen in aller Frühe zu ihnen zu kommen, um mit ihnen die Morgenandacht im Radio anzuhören. Die Polizei kam auch. Sie untersuchte das Haus und die nähere Umgebung, richteten aber sonst nicht viel mehr aus. Nach dem, was der Ehemann ihnen erzählte, war es nicht ausgeschlossen, dass sie aus freien Stücken weggelaufen war. Und der Fall wurde nicht weiter untersucht. Die Jahre vergingen. Hilka Sarinen tauchte nicht wieder auf. Sohn Seppo besuchte seinen Vater noch ein paar Mal. Und jedes Mal, wenn er kam, suchte er nach seiner Mutter. Er begann, geheime Nachforschungen anzustellen. Wenn sein Vater nicht zu Hause war, durchsuchte er das Anwesen. Im Hof fiel ihm nichts Verdächtiges auf, außer dass ein Sandhaufen verschwunden war, der sonst immer vor dem Kuhstall lag. Dachte sich in diesem Moment aber nichts dabei. Danach richtete er seine Aufmerksamkeit auf das Haus selbst. Er suchte unter dem Haus, im Keller und auf dem Dachboden. Schließlich stieß er auf den Herd, der in der Ecke der Küche stand. Als er die Backsteine untersuchte, stellte er fest, dass es so aussah, als hätte man die Ofenwand abmontiert und wieder zusammengesetzt. Das war seltsam. Der Herd wurde nicht einmal benutzt. Warum sollte man ihn also reparieren? In Seppo wuchs der Verdacht, dass an Heiligabend 1960 etwas passiert sein musste. Etwas Schlimmes. 6 Jahre später, es ist schon das Jahr 1966, schrieb er einen Brief an die Polizei und teilte ihr seinen Verdacht mit, dass sein Vater etwas mit dem Verschwinden seiner Mutter zu tun hat. Und mehr noch, dass seine Mutter gar nicht verschwunden ist, sondern tot. Er bat die Polizei, den Ofen zu untersuchen, denn seine Mutter sei wahrscheinlich in diesem Ofen. Er bekam keine Antwort. Im gleichen Jahr veröffentlichte er eine anonyme Kolumne in der Zeitung Elemä, in der er den Verdacht äußerte, sein Vater habe seine Mutter ermordet.
Auch Penty erfuhr von dem Text, und als sie sich wieder sahen, sagte er recht aufgebracht zu seinem Sohn, Zitat, »Vielleicht sollten wir uns darauf einigen, dass jeder von uns sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmert.« Zitat Ende. Wieder vergehen Jahre, bis 1972 ein neuer Ermittler seinen Dienst antritt und beginnt, alte Fälle zu untersuchen. Er findet in der vermissten Akte von Hilka auch den 6 Jahre alten Brief ihres Sohnes und rief ihn sofort an, um mehr zu erfahren. Seppo berichtete ihm, was sich in jenen Wintertagen 1960 zugetragen hatte, von dem merkwürdigen Benehmen seines Vaters, der angespannten Stimmung, den Argusaugen, der kaputten Glühlampe, von seinen Beobachtungen Jahre später, als er den Herd und den Ofen untersuchte. Er überzeugte den Ermittler davon, dass es womöglich wirklich eine Verbindung zwischen dem Verschwinden der Frau und den seltsamen Ofenbauarbeiten gab. Die Polizei kam am 27. November 1972 zum Haus von Pentti Saarinen und baute den Ofen Stein für Stein ab. Es war Hilkas Namenstag. Sie gruben und buddelten einige Stunden, bis sie schließlich auf einen Gummistiefel stießen, in dem noch ein Fuß steckte. Dann fanden sie einen Kopf und schließlich den Rest des mumifizierten Körpers von Hilka Saarinen. Sie war tatsächlich im Ofen unter den Steinen begraben worden. Sie trug Gummistiefel und Wollhandschuhe. Wahrscheinlich wollte sie gerade ausgehen oder kam gerade heim, als ihr das Unaussprechliche widerfuhr. Nach Angaben der Polizei fehlten einige Teile ihres Gesichts. Das, was aber von ihrem Gesicht vorhanden war, war in sehr gutem Zustand. Es war Seppo Saarinen, der seine Mutter in der Gerichtsmedizin identifizierte. Pentti Saarinen wurde als Verdächtiger festgenommen und zum Verhör gebracht, wo er nichts gestand. Er behauptete, er habe keine Ahnung, wie Hilka in den Ofen gekommen sei, und er habe nichts damit zu tun. An der Leiche selbst gab es keine Anzeichen von Gewalt, sodass sogar spekuliert wurde, dass sie zum Zeitpunkt der Einmauerung vielleicht sogar noch am Leben war. Laut Nachbarn hatte Pentti zuvor wiederholt damit gedroht, seine Frau zu töten und es so zu tun, dass sie niemals gefunden werden würde. Die Nachbarn sagten auch aus, dass Hilka unzählige Male zu den Nachbarn gerannt sei, um Hilfe zu holen, als Pentti sie wieder mit der Axt verfolgte, dass er ihren Kopf in den Matsch drückte, sie zwang, Salz zu essen, ihr eine Gabel in den Arm stieß, ihr eine Bierflasche an den Kopf warf oder sie einfach nur gelb und blau geschlagen hatte. 1957, als sie kurz vor der Geburt ihres jüngsten Kindes stand, ließ er sie hilflos im Haus zurück und ging trinken, sodass die Nachbarn einen Krankenwagen zum Haus rufen mussten. Auch war bekannt, dass die Eheleute finanzielle Schwierigkeiten hatten. Sie mussten einen Kredit aufnehmen, um Schulden zu begleichen, und hatten Probleme, ihn wieder abzuzahlen. Mehrmals hatten Nachbarn gehört, wie ein betrunkener Pentti seiner Frau drohte, sie zu töten. Und wäre das nicht schon genug, berichteten mehrere Personen von einem seltsamen Geruch, der zu jener Zeit im Winter 1960 aus dem Schornstein gekommen war und Pentti sein Haus bei dieser Kälte ungewöhnlich oft und lange gelüftet hatte. Auch hatte Pentti seine Frau niemals als vermisst gemeldet. Natürlich kam es zu einer Anklage und natürlich auch zu einem Prozess, bei dem all das erzählt und bezeugt wurde. Merkwürdigerweise kam aber eine Sache nicht zur Sprache, und zwar, dass sich Pentti Saarinen zwischen März und Dezember 1960 75 Kriminalromane aus der örtlichen Bibliothek ausgeliehen hatte, die alle von Mord handelten und ein ganz spezieller, sogar explizit von Mord an der eigenen Ehefrau. Was den Ehemann betrifft, so leugnete er jegliches Fehlverhalten. Er entschied sich auch dafür, sich selbst zu vertreten, bekam aber trotzdem einen Anwalt. Was seine Argumentation betrifft, so behauptete er vor Gericht, Zigeuner seien in sein Haus eingebrochen und hätten seine Frau ermordet. Das wurde aber von vornherein nicht geglaubt.
Das große Problem war, dass die Leiche zwar gut erhalten und mumifiziert war, die Zersetzung aber dennoch ausreichte, um keine konkrete Todesursache mehr feststellen zu können. Und da weder eine Todesursache noch eindeutige Beweise dafür vorlagen, dass er Hilker tatsächlich ermordet hatte, befand das Gericht stattdessen, dass Penti ihren Tod wahrscheinlich nicht vorsätzlich herbeigeführt hatte und verurteilte ihn nur wegen schwerer Körperverletzung zu gerade einmal 8 Jahren Haft. Bei schwerer Körperverletzung mit Todesfolge liegt keine Tötungsabsicht vor, im Gegensatz zu Totschlag, bei dem zumindest immer der Tod in Kauf genommen wird. Das bedeutet, ihm muss bewusst gewesen sein, dass seine Tat zum Tod des Opfers führen wird oder führen kann. Eine Körperverletzung mit Todesfolge kann eine Freiheitsstrafe zwischen 1 und 15 Jahren nach sich ziehen. Aber selbst bei Totschlag liegt die Untergrenze des Strafmaßes gerade einmal bei 5 Jahren. So sind zumindest die Gesetze in Deutschland. Nur um mal eine ungefähre Vorstellung zu haben. Von diesen 8 Jahren verbüßte Penti Sarinen jedoch nur ein einziges Jahr. Am 28. Dezember 1973 hob das Berufungsgericht die Verurteilung des Bezirksgerichts auf und entließ Penti Sarinen. Das Berufungsgericht vertrat die Auffassung, dass weder die Todesursache noch die Todesart von Hilka Sarinen bekannt seien und man nach 12 Jahren nicht mehr wegen versehentlicher Tötung verurteilt werden könne. Auch der oberste Gerichtshof änderte diese Entscheidung des Berufungsgerichts nicht. Und so kehrte Penti Sarinen schon im Januar 1974 wieder in sein Haus zurück. Er machte sich keine Gedanken über das Schicksal seiner Frau. Zitat: Ich bin jetzt 1 Jahr älter, als ich war, als ich ins Gefängnis ging. Mehr nicht. Zitat Ende. Er machte sich nicht einmal die Mühe, den Ofen, den die Polizei zerlegt hatte, wieder zu reparieren. In den darauffolgenden Jahren verwahrloste das Haus immer mehr. Penti führte ein ruhiges und zurückgezogenes Leben. Die Dorfbewohner trafen ihn gelegentlich auf der Dorfstraße. Die kleinen Jungs wechselten immer die Straßenseite, wenn sie ihn kommen sahen. In der Kneipe saß er allein und die meisten Leute hatten ein bisschen Angst vor ihm. Er hatte ein rötliches Gesicht, war kräftig gebaut und hatte ein besonderes Gesicht, an das sich die Menschen noch heute erinnern. Die Leute im Dorf nannten ihn den Maurer oder Freimaurer. Er lebte bis zu seinem einsamen Tod 1986 in diesem Haus. Er wurde 66 Jahre alt. Die Geheimnisse um den Tod oder die Todesumstände seiner Frau nahm er mit ins Grab. Nach seinem Tod stand das Haus jahrelang leer und wurde zu einem düsteren Touristenziel. Tausende kamen, um das beängstigende Haus im Wald mit seiner grausigen Geschichte zu besuchen. Bis das Ofenmordhaus im Jahre 2015 von seinen neuen Besitzern abgerissen wurde. Die Straße, die zu dem Ort führt, an dem das Haus einst stand, heißt übrigens Murarintje, was so viel wie gemauerter Weg oder gemauerte Straße bedeutet. Tja, was bleibt noch zu sagen zu dieser unglaublichen Geschichte? Trotz der fast sicheren Schuld von Penti Sarinen gilt der Fall offiziell als ungelöstes Verbrechen. So steht es in den Akten. Und hätte es ihren Sohn Seppo nicht gegeben, wäre das Grab von Hilka Sarinen vielleicht bis heute unentdeckt geblieben.